Tirol steht wieder einmal im Mittelpunkt der Berichterstattung. Letztes Jahr Ischgl, nun die Virusmutation und die Einreisesperre nach Deutschland. Wie geht es nun für die Tirolerinnen und Tiroler weiter? Welche Lösungen gibt es für Pendlerinnen? Und ist ein Tirol-Bashing legitim? Das und noch mehr bespreche ich nun mit Philipp Wohlgemuth, dem Vorsitzenden des ÖGB Tirol. Herr Wohlgemuth, herzlich willkommen bei Nachgefragt und vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo und danke für die Einladung. Die Situation in Tirol spitzt sich immer mehr und mehr zu. Menschen, die in Tirol sind, kommen nur mehr aus dem Bundesland hinaus mit einem negativen Corona-Test. Wenn sie nach Deutschland wollen, ist das alles schon mal viel schwieriger. Da gibt es ein Einreiseverbot für Tiroler nach Deutschland. Dies wurde jetzt auch noch bis Anfang März verlängert. Wird dadurch ein funktionierender gemeinsamer Wirtschaftsraum mit Bayern zerrissen? Ja, zunächst muss man mal sagen, dass wir sehr überrascht waren über die Situation, als am Freitag die deutsche Bundesregierung gemeinsam mit Bayern die Pendlerinnen und Pendler dazu aufgerufen hat und gesagt hat, es gibt ein Einreiseverbot insgesamt, auch für Beschäftigte im bayerischen Raum. Und insofern stehen da Pendlerinnen und Pendler vor einer ganz schwierigen Situation. Vor allem Berufspendlerinnen kommen teilweise nicht mehr zur Arbeit und haben übers Wochenende jegliche Planungssicherheit da verloren. Und insofern auch diese Krise, diese Vertrauenskrise genau zu bewerten und zu schauen, dass es auf einer diplomatischen Ebene zwischen Bund und der Land in Tirol, aber auch Deutschland und Bayern Gespräche gibt, sodass es Ausnahmeregelungen für die Pendlerinnen und Pendler auch geben muss. Für Berufspendlerinnen und Berufspendler gibt es seit Montag mehr oder weniger eine Erleichterung, denn das große und kleine deutsche Eck ist jetzt für Arbeitstätige, für Azubis, für Schülerinnen, Studentinnen, die von Salzburg nach Tirol und auch umgekehrt wollen, wieder geöffnet. Finden Sie das als eine große Erleichterung? Also es ist definitiv eine Erleichterung für jene, die innerhalb Österreichs pendeln. Wie gesagt, das größte Problem ist momentan von jenen Tirolerinnen und Tirolern, die ihren Arbeitsplatz in Bayern oder in Deutschland haben, die quasi momentan ganz schwer über die Grenze kommen. Es gibt nur Ausnahmen für systemrelevante Berufe. Und man muss sich vorstellen, wir haben in Tirol sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Deutschland arbeiten, knapp 3.200 nach einer Statistik von der Statistik Austria, die in Deutschland arbeiten. Und die haben natürlich mit ganz gravierenden Problemen zu kämpfen. Wir sind da gerade auf einer juristischen Ebene dabei, das auch im Konkret zu prüfen. Und wie gesagt, ich kann nur dafür appellieren, dass Land und Bund Vertreter mit Deutschland Kontakt aufnehmen und versuchen, Ausnahmeregelungen zu erreichen. Denn das würde auch bedeuten, dass die Pendlerinnen und Pendler vielleicht sogar einen Verdienstentfall hätten. Und das gilt es einfach auch mit allen Kräften zu verhindern. Sie haben es gerade gesagt, systemrelevante Berufe dürfen über die Grenze fahren. Alle anderen müssen die über ihren Job bangen? Müssen die jetzt bangen, dass sie dann wirklich kein Geld bekommen? In Deutschland zählt grundsätzlich ein anderes Recht, als wie bei uns in Österreich. In Deutschland wird nur dann bezahlt, wenn man auch tatsächlich zur Arbeit kommt. Und das macht die Situation natürlich viel schwieriger. Ich kann da nur nochmal an die deutsche Regierung appellieren, dass man Ausnahmeregelungen für alle Pendlerinnen und Pendler trifft. Ich denke mir, es wäre eine Möglichkeit, mit negativem Attest die Einreise zu erlauben, sodass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Und wie gesagt, auch dafür einzutreten, dass unsere Vertreter mit den Vertretern in Deutschland den Kontakt herstellen, sodass es eben nicht zu einem Einkommensverlust da kommt. Mhm. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat gesagt, deutsche Kontrollen zu Österreich sind nicht schön, aber notwendig. Tirols Volkspartei hat gesagt, Söder macht seit Wochen negative Bemerkungen über Tirol. Diese Attacken sind letztklassig und so geht man nicht mit seinen Nachbarn um. Sind diese Einreisesperren jetzt eigentlich akzeptabel? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns jetzt der Pandemie wieder, die Kraft in die Pandemie und in die Bekämpfung der Pandemie stecken, dass wir diese Machtspiele und diese starken Machtworte jetzt einfach auch abrüsten und uns um die Kämpfung der Pandemie sozusagen auch kümmern. Ich glaube, das Wichtige dabei ist, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, von diesen Machtworten und von diesen machtpopulistischen Worten wird sich das Virus nicht beeindrucken lassen und es wird auch nicht verschwinden. Und deswegen muss alles dafür unternommen werden, diese Vertrauenskrise auch zu beseitigen, sodass man gut zusammenarbeitet und vor allem die Bekämpfung der Pandemie in den Vordergrund stellt. Das heißt also, Grenzschließungen sind kein adäquates Mittel im Kampf gegen die Pandemie?
Ich denke, Grenzschließungen sind natürlich mit aller Kraft da zu verhindern und das muss auch unsere Aufgabe und unsere Möglichkeit sein. Wie gesagt, man muss sehr genau darüber nachdenken und ich möchte das auch den Expertinnen und Experten grundsätzlich überlassen, die Sache zu beurteilen. Aber dennoch muss man auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Mittelpunkt der Debatte stellen. Und wenn es dazu führt, dass manche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eventuell sogar Einkommensverluste erleiden müssen, dann müssen wir als Interessensvertretung laut werden und da auch die Politik darüber informieren, dass Verhandlungen aufgenommen werden, um diese Einkommensverluste einfach auch zu verhindern. Sprechen wir nun über die Infektionszahlen. Die Virologin Dorothee von Laer hat bereits vor 2 Wochen gesagt, Tirol müsse isoliert werden aufgrund der Südafrika-Mutation. Landeshauptmann Günther Platter hat aber dagegen gestimmt. Aktuell, wenn man es sich ansieht, hat Tirol eine 7-Tage-Inzidenz von 77,5. Das ist hinter Vorarlberg die zweitniedrigste Inzidenz aller Bundesländer in Österreich. Wäre so eine Isolation dann überhaupt angebracht gewesen, also eine richtige Isolation? Wie gesagt, ich glaube, die Entscheidung muss man vor allem Experten und jene Menschen, die sich gut auskennen mit dem Bereich, auch überlassen. Insofern wäre es unser Recht, wenn es einen sogenannten Expertenrat geben würde, wenn sich Virologen untereinander austauschen, weil das ist ja auch ein großes Problem, wie man in dieser Zeit der Pandemie jetzt bereits erkannt hat, dass auch Virologen nicht immer einer Meinung sind. Gut wäre es, wenn Virologen sich beraten würden, die Öffentlichkeit darüber informieren würden und auch die Politik dementsprechend beraten würde und dementsprechend dann auch diese Maßnahmen getroffen werden. Ich möchte, wie gesagt, diese Entscheidung den Expertinnen und Experten grundsätzlich überlassen. Tirol gilt inzwischen als europäischer Hotspot der südafrikanischen Mutante. Gestern gab es 535 teils bestätigte Fälle mit der Mutation. Und jetzt wurde auch bekannt, dass 6 weitere Personen sich wieder infiziert hatten. Also Menschen, die die Infektion hatten, haben sie jetzt erneut. Haben da Ihrer Meinung nach die Behörden nicht einfach zu spät gehandelt? Wie gesagt, wir begrüßen sämtliche Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Pandemie beitragen. Und ich glaube, dass man die Gesundheit der Menschen einfach auch als größtes Gut sehen muss und dementsprechend einfach auch agieren muss. Dementsprechend braucht es eben diese Beratungen der Experten. Und ich glaube, dass man den Virologinnen und Virologen auch Glauben schenken darf, aber man muss da besser abstimmen. Und ich glaube auch, dass diese Meinungen auch öffentlich kundgetan werden sollten, um dann dementsprechend auch die Politik zu beraten. Aber innerhalb der Politik braucht es natürlich auch einen Zusammenhalt, wenn man so möchte. Denn zuerst gab es, und das haben Sie auch schon gesagt, diesen politischen Schlagabtausch zwischen Bund und Land Tirol. Der Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat dann die Reisewarnung ausgesprochen. Jetzt gibt es diesen Pendlerstreit zwischen Tirol gegen Bayern. Kann man da jetzt schon von einer Vertrauenskrise sprechen? Also wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir die Gesundheit der Menschen in den Mittelpunkt der Diskussion stellen und dass wir auch versuchen, diese Vertrauenskrise zu beseitigen, weil eben diese populistischen Worte des Virus weder beeindrucken noch verschwinden lassen werden. Und dementsprechend muss man die Maßnahmen ergreifen, wie sie sind. Wir tragen grundsätzlich alles mit, was zur Bekämpfung der Pandemie und die Gesundheit der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und nebenbei gilt es jetzt einfach auch zu schauen, dass aus dieser Gesundheitskrise, in der wir uns befinden. Wir haben ja auch eine Wirtschafts- und eine Arbeitsmarktkrise, aber dass jetzt keine Sozialkrise kommt, ich glaube, das ist das Allerwichtigste und da muss man jetzt auch die Politik dementsprechend ausrichten, dass man gesundheitspolitisch, aber auch wirtschafts-, arbeitsmarktpolitisch und auch sozialpolitisch die Diskussion in den Mittelpunkt stellt und Maßnahmen ergreift, dass wir gut aus dieser Krise insgesamt auf allen Ebenen herauskommen. Durch diese Abschottung Tirols zeigt sich 80% weniger Reisen in andere Bundesländer. Wie ist denn generell die Beteiligung an den Corona-Tests von den Tirolerinnen und Tirolern? Ja, es lassen sich bisher relativ viele Tirolerinnen und Tiroler natürlich auch testen. Wir haben ja gerade 10 Tage hinter uns, wo wir den Bezirk Schwarz und damit auch das Zillertal sehr intensiv versucht haben zu testen. Man muss ehrlich sagen, dass sich die Testbereitschaft etwas in Grenzen gehalten hat. Es haben von knapp 80.000 Bewohnerinnen und Bewohnern im Bezirk Schwarz etwas mehr als 20.000 daran teilgenommen. Man möchte diese intensiven Testungen im Bezirk jetzt auch weiter fortsetzen und man wird jetzt da sogenannte PCR-Google-Tests den Bewohnerinnen und Bewohnern zur Verfügung stellen, um auch möglichst viele Menschen zu testen. Ich glaube, wichtig ist es, testen, testen, testen. Damit können wir ein gutes Bild zeichnen, wie die Lage momentan ausschaut. Und dementsprechend gilt es eben auch, die anderen Probleme dieser Krise eben mit aufzunehmen, auch wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch.
Herr Wohlgemuth, Tirol hat in Zeiten dieser Pandemie wirklich mit einem schlechten Image zu kämpfen, nicht nur national, sondern auch international. Viele sprechen jetzt schon von einem Ischgl 2.0 und wenn man da jetzt anders denkt, was viele Politiker auch sagen, könnte man ja eigentlich schon von einem Tirol-Bashing sprechen. Ist das hier legitim oder dann fehl am Platz? Also ich glaube, dass Tirol ja grundsätzlich immer ein weltoffenes Bundesland war und dementsprechend auch gearbeitet hat. Man muss auch dazu sagen, dass wir es in Tirol ja bisher immer gewohnt waren, dass uns der Tourismus gut durch diese Krise führt, auch wirtschaftspolitisch. Und diesmal ist der Tourismus selber eines der größten Sorgenkinder in unserem Bundesland. Und wir haben natürlich mit der Ischgl und auch mit anderen Maßnahmen Probleme, die jetzt mit hergehen und deswegen müssen wir alles dafür unternehmen, dass wir diesen Qualitätstourismus, für den wir bekannt sind, dass wir sehr gute Fachkräfte in unserem Land haben, die diesen Qualitätstourismus auch verkörpern, dass wir dementsprechend dieses Vertrauen zurückgewinnen und dass wir auch diesen Qualitätstourismus, für den wir in Tirol bekannt sind, auch wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch einfach auch wieder beflügeln, um dann dementsprechend auch wieder für das bekannt zu sein, wofür man uns kennt, nämlich diesen Qualitätstourismus und auch für eine gute Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Weil Sie gerade Tourismus ansprechen, da gab es vor kurzem wieder Meldungen über gewisse Partys, die jetzt in Tirol abgehalten werden, trotz des Lockdowns. Das sind vor allem junge Skandinavier und Briten, die da mehr oder weniger in die Trickkiste greifen, die dann diesen sogenannten Zweitwohnsitz mehr an den Tag legen, dort eine Ferienwohnung aufsuchen, sich dort einquartieren und auch sagen, ja, sie sind auf Arbeitssuche. Dabei sitzen sie aber auf engstem Raum zusammen und machen Partys. Wie kann denn das sein, trotz dieser ganzen Reisebeschränkungen, die wir haben? Gibt es dann hier einfach zu wenig Kontrollen? Bräuchte es da vielleicht schärfere Kontrollen? Also man muss sagen, man muss das natürlich auf das Schärfste kritisieren, wenn man sogenannte Schlupflöcher nutzt dafür, um dann eine Party in Tirol zu machen oder zum Skifahren nach Tirol zu kommen. Allerdings hat es auch seitens der Landesregierung in dem konkreten Fall ist auch angekündigt worden, dass es verschärfte Kontrollen in dem Bereich der Zweitwohnsitze geben wird. Ich glaube, das ist auch gut und richtig, weil wie gesagt, das kann man mit voller Schärfe kritisieren, was da passiert ist. Wie viel Schuld trägt denn Tirol Ihrer Meinung nach am Pandemiegeschehen? Ich glaube, dass man jetzt nicht den Tirolerinnen und Tirolern die Schuld an dem geben kann, was da momentan auch vorherrscht. Wichtig ist, dass wir uns jetzt der Bekämpfung dieser Krise annehmen, dass wir wirtschafts- und arbeitsmarktpolitisch alles dafür unternehmen, dass die Menschen wieder in Beschäftigung kommen, dass wir dementsprechend gut aus dieser Krise herauskommen und dass eben nicht, wie bereits erwähnt, aus dieser Gesundheits-, Arbeits- und Wirtschaftsmarktkrise jetzt eine Sozialkrise wird. Und dafür braucht es eben auch die politischen Maßnahmen zur Bekämpfung. Jetzt, wo das Land mehr oder weniger geschlossen war, bevor jetzt der Handel aufgesperrt hat, da haben sich viele gefragt, das Land ist mehr oder weniger jetzt zu. Warum brauchen wir denn überhaupt dann das Skifahren? Also was sagen Sie denn dazu? Brauchen wir das unbedingt in Zeiten wie diesen? Ich glaube, das war eher eine Diskussion, die sich innerhalb Österreichs zwischen Wien und Tirol und anderen Bundesländern einfach auch ergeben hat. Wir haben ja bereits letzte Woche hat die Landesregierung verkündet, dass man jetzt auch einen negativen Test beim Skifahren braucht. Diese Verordnung haben wir am Sonntagabend bekommen. Sie ist am Montag in Kraft getreten. Es wird die Gesundheitsbehörde jetzt auch kontrollieren, ob dieses negative Test auch vorliegt. Natürlich kann man das kritisieren, wenn man will, aber ich glaube, es geht nicht darum, dass man sich gegenseitige Schuldzuweisungen gibt, wer für was verantwortlich ist. Und auf der Skipiste selber muss man auch ganz ehrlich sagen, dass man sich halt vermutlich im Freien nicht so sehr anstecken wird. Herr Wohlgemuth, ich möchte noch mit Ihnen über die aktuelle Arbeitsmarktsituation sprechen. Im Jänner waren beim AMS als Arbeitslose und als Schulungsteilnehmerinnen und Teilnehmer 535.470 Personen gemeldet. Der ÖGB fordert hier eine Aufstockung des AMS-Personals. Wieso gerade? Was würde das denn ändern? Naja, wenn ich jetzt die Situation aus Tirol betrachte, also wir haben knapp 90.000 Menschen, die momentan von Arbeitslosigkeit oder von Kurzarbeit betroffen sind. Das ist knapp die Hälfte von Arbeitslosigkeit betroffen, die andere Hälfte von Kurzarbeit betroffen. Und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich mit voller Kraft und alles dafür unternehmen, dass wir aus dieser Krise herauskommen, dass wir die Menschen wieder in Beschäftigung bringen. Und dafür braucht es einfach auch das Personal beim AMS. Ich denke mir auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zu den Heldinnen und Helden dieser Krise, wie auch viele
viele andere Berufsgruppen beim AMS, die haben in den letzten Monaten hervorragende Arbeit geleistet. Jetzt gilt es aber wieder, die Menschen in Beschäftigung zu bringen. Und da muss man auch sagen, es gibt ja auch Studien darüber, wonach es volkswirtschaftlich besser wäre, in das Personal des AMS zu investieren, weil das einfach auch günstiger ist. Also nicht nur menschlich ist es besonders wichtig, dass wir Menschen wieder in Beschäftigung bekommen, sondern auch volkswirtschaftlich ist es besonders wichtig, dass wir Menschen wieder in Beschäftigung bekommen. Und insofern ist es nur gerechtfertigt, weil es einfach auch mehr Zeit gibt und man sich intensiver um die Menschen, die in Betreuung sind, sozusagen auch kümmern kann, dass sie dann schneller wieder in eine Beschäftigung kommen und einen Arbeitsplatz finden. Der Arbeitsminister Kocher hat nun vorgestellt, das Kurzarbeitsmodell soll nun bis Ende Juni verlängert werden. Aber dann möchte er, hat er gesagt, einen schrittweisen Ausstieg aus diesem Modell. Was kommt dann danach, ist die Frage. Womit haben dann die Menschen zu rechnen? Naja, es startet jetzt dann nochmal die Kurzarbeitsphase 4 und ich möchte auch sagen, dass wir gerade mit der Kurzarbeit Tausende von Arbeitsplätzen in Österreich und auch in Tirol retten haben können und dass das Kurzarbeitsmodell ein wirkliches Erfolgsmodell ist. Natürlich muss man das ganz konkret betrachten und muss schauen, wie geht es denn dann weiter, aber es gibt bereits Gespräche und man hat sich schon vereinbart, dass man über Kurzarbeit 5 auch debattieren und diskutieren will. Ich kann darüber jetzt momentan nur sehr wenig sagen, weil es natürlich noch keine Gespräche im Detail darüber gegeben hat. Aber wir haben uns gerade gestern, hat der Ministerrat mit den Sozialpartnern sich darauf geeinigt, da in die Kurzarbeitsphase 4 zu gehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil eben die Kurzarbeit Tausende von Arbeitsplätzen rettet. Der ÖGB spricht sich immer für ein höheres Arbeitslosengeld aus, also für eine Höhe von 70%. Arbeitsminister Kocher sagt aber, es gibt hier kein höheres Arbeitslosengeld. Wie kommt man denn da auf einen grünen Zweig? Also wir werden bei unserer Forderung natürlich bleiben, wonach das Arbeitslosengeld auf jeden Fall erhöht werden muss. Wir haben jetzt seit über einem Jahr knapp diese Krise und viele Menschen kommen jetzt einfach auch in existenzielle Probleme. Und insofern ist es wichtig, dass wir das Arbeitslosengeld erhöhen, da auf die 70% Nettoersatzrate, das ist unser Vorschlag. Wir haben auch andere Vorschläge, wie wir arbeitsmarktpolitisch entlasten können. Wir sprechen zum Beispiel von einem Corona-Altersteilzeitmodell. Wir reden von einem Überbrückungsgeld für ältere Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind und vermutlich nicht mehr so schnell einen Arbeitsplatz finden werden. Aber unsere Forderung bleibt jedenfalls aktiv. Wir müssen auch jetzt ganz konkret Sozialpolitik für die Menschen in unserem Land machen. Und man muss auch sagen, das Geld geht in die Wirtschaft zurück. Und wenn wir wollen, dass es eine Stärkung der Kaufkraft gibt und dass wir die Wirtschaft wieder beleben, dann würde es der Republik und den Ländern gut tun, wenn es eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes gibt. Herr Wohlgemuth, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke für die Einladung.